Neustart, das ist das Stichwort, das uns... Angebote, aber die heißen alle anders. B5 aktuell im Radio bisher, BR24 im Web und im BR-Fernsehen, da gibt es ja auch noch die Rundschau. Und jetzt, wenn wir es den Leuten einfacher machen, merkt euch nur noch einen Namen, BR24. Egal wo man ist, egal zu welcher Zeit, egal welches Gerät, ob Radio, Fernsehen, Web oder Social, bei BR24 ist man immer richtig. Okay, es soll also übersichtlicher werden, einheitlicher. Ändert sich dann nur der Name oder klingen wir auch anders? Das Jein. Moderatorinnen bleiben, so wie du. Unser Soundpaket bleibt. Die Melodie, das Musikbett, unter dem das Wetter läuft und der Verkehrsservice präsentiert wird. Auch die sogenannte Station Voice haben wir gerade gehört, die unseren Slogan spricht, bleibt. Auch alle Rubriken müssen dann trotzdem neu aufgenommen werden, produziert werden. B5 Hintergrund ist jetzt der BR24 Hintergrund. Und wir haben einen neuen Claim, der heißt, hier ist Bayern. Will heißen, mit BR24, mit all unseren Themen, nah an den Menschen, mit unseren Reportern. Aber nicht nur in Bayern, sondern in Deutschland, überall auf der Welt. Denn auch dort ist Bayern mit BR24 und man glaubt es kaum. Das sind 500 Verpackungselemente, sogar noch viel mehr. Die haben wir alle neu produziert. Gibt es denn auch was Neues inhaltlich, also neue Formate? Also das bewährte Programm unter der Woche und am Wochenende, das bleibt. Da haben wir zumindest den Eindruck und bekommen auch das entsprechende Feedback, das passt. Aber wir arbeiten natürlich noch viel enger mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, die das Web und die App betreuen, die sich um die Rundschau im Fernsehen kümmern. Und natürlich haben wir uns auch was Neues einfallen lassen. Drei Dinge nenne ich. BR24 Community. Das ist die Sicht der Hörerinnen und User auf aktuelle Themen. Das geht morgen Nachmittag, 16:20 erstmals on air, gibt es auch im Netz. BR24 dran geblieben, das nächste Format. Da geht es um Themen, die einst in den Schlagzeilen waren und wo wir nochmal nachhören wollen. Immer samstagvormittags bei uns, startet auch diese Woche. Und im Herbst gehen wir dann mit BR24 Impuls an den Start. Da wollen wir uns dem Thema konstruktiver Journalismus widmen. Es soll also nicht nur um Probleme und Krisen gehen, sondern noch mehr als bisher um mögliche Lösungen. Danke, Steffen Jenter, unser Redaktionsleiter. BR24, so heißt jetzt also das neue crossmediale Informationsangebot für Sie. Was neu ist, was sich ändert und warum, darauf schauen wir auch ausführlich heute in unserem Thema des Tages. Um 7.20 Uhr spreche ich dann mit BR-Chefredakteur Christian Nietzsche. In Kanada und im Nordwesten der USA macht den Menschen eine massive Hitzewelle zu schaffen. Bis zu 49,6 Grad Celsius wurden gemessen. Die Behörden rufen dringend dazu auf, drinnen zu bleiben. In den betroffenen Regionen in Kanada wurden sogar extra klimatisierte Zentren. Einen Westwind ab. Doch aufatmen können die Menschen im Westen Kanadas bis zum Ende der Woche nicht, so die Warnung des Umweltministeriums. Besonders viele alte Menschen mit Vorerkrankungen haben diese Hitzewelle nicht verkraftet. In den letzten 6 Tagen seien in der Provinz British Columbia...